So, Freunde, es kann weitergehen und diesmal haben wir die Arschkarte, weil da oben links steht nämlich der Wächter. Und das wird auf jeden Fall nicht einfach sein, gehe ich mal von aus. Schauen wir uns mal um. Diese Gold- und Glanzeffekte hier, also Hammer, geile Grafik. So, verheerende Angriffe. Pariere einen verheerenden Angriff, um einen Feind für eine lange Zeit zu betäuben. Vorsicht, das Blocken eines verheerenden Angriffs lässt dich taumeln und macht dich anfällig für weitere Angriffe. Ja, dann möchte ich nicht wissen, was mich jetzt hier erwartet. Weil der Typ sieht jetzt schon so mies aus. Und, Alter. Wie willst du denn den platt machen? Alter, was für ein mechanisches Monster. Okay, ich glaube, den brauchen wir nicht mit irgendeinem Schild schlagen oder so. Ja. Ah, shit. Schnell weg. Ja, wir müssen uns erstmal eingrooven hier, weil die Reichweite ist natürlich auch extrem. So, wir laufen jetzt erstmal weg. So, der hat zwei Schild. Der hat quasi auch einen blauen Schild und Energie auf jeden Fall. Ja, noch scheint er zu bezwingen zu sein. Ah, Mann. Was für ein mieser Typ, ey. Okay, ich glaube, mit dem Schild brauche ich den gar nicht kommen. Aber Energie aufladen, ganz wichtig. Ja, der wird nicht einfacher. Er hat uns einen Energiepunkt dagelassen. Ich muss mal gucken, ich kann ihn ja normalerweise auch fixieren mit der mittleren Maustaste. Ah, so ein Hurensohn. Unglaublich. Ja, genau, jetzt macht er hier noch irgendeinen Special-Scheiß. Sieht aus wie Airwolf. Brauche mehr Energie, ey. Das wird, glaube ich, nichts. Ja, genau. So. Und super, da komme ich auch richtig gut ran da oben. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir nicht springen können. Das geht mir ein bisschen um Piss. Aber wir gucken mal, ob wir hier irgendwo noch was looten können, um unsere Energie wieder aufzuladen. Oh, der hat sein Schild aufgeladen. Ich glaub's ja nicht, ey. Ja, geht so ein bisschen in Abwehrhaltung. Ja, jetzt ein paar Energiepunkte da gelassen, okay. Ey, wieder lädt sich jetzt wieder auf hier. Ah, scheiße. Mann, geht der mir auf den Sack. Jetzt baut er sein Energieschild nochmal auf, kurz bevor wir ihn fertig gemacht haben. Ich glaube, es hackt. Mann, da haben wir Glück gehabt, der. Wahrscheinlich. Ich glaube, der spinnt. Ja. Das nenne ich Heldentum, so will ich das sehen. Sehr geil. Ach du heilige Neune. Wenn die jetzt auch noch ankommen, dann buche ich Urlaub. Dann bin ich weg. So,
Obwohl, es heißt ja der Wächter und nicht die Wächter. Eieiei. Das mit läuft wie Forrest Gump hätte ich auch aus dem alten Stream stehen lassen können. Auf jeden Fall eine epische Grafik. Sehr, sehr geil. Schon, das wäre unsere alte Maske, die wir zusammengebaut haben. I am here, Sanctum. Tell me what you need. Makros nearly has the power of a god. If you are to defeat him, your plan must be flawless. And I can craft such a plan. I trusted Makros once. Now you're asking me to trust you. It will only be until Makros is vanquished. You will see. Even if I don't agree. You came to me because you saw no other way. This is your path. Let me guide you. Do not betray me, Sanctum. Too much is at stake. Okay, fertige deinen eigenen Volor-Kyras. Okay. Oder Kyrar oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das Französisch oder Deutsch, Englisch, was weiß ich, wie auch immer ausgesprochen wird. Oh, epische Grafik. Ich dachte schon, ich hätte das Bernsteinzimmer gefunden. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah. Jeder, Valor-Kyras verkörpert einer der Archonten. Boah, was für Wörter, die kenne ich alle gar nicht. So, Phönix, Archontenzorn, Z. Erzeuge eine Schockwelle. Fertigen. Machen wir das doch mal. Dafür haben wir ja so viel eingesammelt. Ach du heilige Neune. Ah, ich wollte gerade sagen, haben wir die anderen Sperre jetzt verloren, oder wie? So, was haben wir denn da? 20. Stufe 1, Stufe 2. Stufe 2, 26. Das hat auch 26. Ladegeschwindigkeit. Nehmen wir mal das hier. Ja gut. Ringe Macht. Die beiden werden schon verwendet. Okay. Warum zeigt er die denn nicht an? Haben wir hier noch was dazu bekommen? Nee. Warum hat er das jetzt abgebrochen? Sehr gut. Ja, was ich gut finde, er hat natürlich unten, obwohl wir gut gepanzert sind, noch eine Beinfreiheit. Eieiei. Erprobe frei deine neuesten Waffen und Fertigkeiten. Das machen wir doch mal.
Sehr gut. So, leichte Angriffskombo, leichte Bruchangriffkombo, Sturmschlag. Das ist der Sturmschlag, okay. Und links halten. Sehr gut, okay. Ja, also ist auf jeden Fall sehr geil. Er hat richtig Kraft. Ich würde sagen, wir beginnen mal unsere Reise hier auf jeden Fall. We are heading into the monolith. Once inside, we won't be coming out until Makros is finished. Das akzeptieren wir natürlich. So. Das ist die Erde. Okay. Okay, super. Fangen wir da mal an. Ich hoffe, da gibt es auch so viel Gold, weil das sah richtig, richtig gut aus. Auch schon wieder eine mega geile Grafik. Point me towards this watchtower. I'll guide you on your path. But keep your sword close. Wir sammeln hier erstmal. Ich bin ja ein Freund davon, Dinge zu sammeln und nicht immer alles liegen zu lassen. Springen können wir mal noch nicht. So, verwende Geistblick, um interessante Orte zu entdecken. Drücke G, um Geistblick ein- und auszuschalten. Auch nice. Müssen wir uns erstmal eingrooven, gucken, was funktioniert. Jaspers haben wir bekommen. Auch die Blumen und so, richtig, richtig schick. Wahrscheinlich muss ich diesen Geistermodus öfter mal nehmen. Aber ob ich das wirklich möchte, um vielleicht Secrets, sag ich mal, zu finden, okay, aber wir wollen ja die richtige Story erstmal so zocken. Von daher. Aber vielleicht ergibt sich das noch. Das Spiel ist natürlich so geil, dass man auch vielleicht sogar Bock drauf hat. These twilight beacons mark places where we can start future missions. Let's activate as many of these as we can. So, sehr gut. Gehe zum Wachturm. Das ist ja wie bei den... So, warte mal, Bruch. Die Bruchleiste eines Feindes befindet sich unterhalb einer Gesundheitsleiste. Schwerer Angriff verursacht erhöhten Bruchschaden. Okay. Ja, den hauen wir schon ganz schön einen auf die Rüstung. Ah, sehr gut. Hier haben wir noch eine weitere Kugel bekommen.
Hier, man sieht auch, man kann auch hier lang gehen. Also es gibt immer so alternative Möglichkeiten. Ja. Natürlich schon sehr geil. Also dafür, dass er auch gleich so viel Dampf hat, das gefällt mir. Hat mich ein bisschen an Vampire erinnert, wie ich so durch den durchgelaufen bin. Ja, Energie voll aufgeladen, sehr gut. Alter, die Grafik unglaublich, ey, das sieht so schick aus. Truhen mit Geisterbindung. Truhen mit Geisterbindung sind durch Geisterbindung in der Umgebung versiegelt. Truhe mit Geisterbindung. Zerstörst du die drei Geistesbindungen, wird die seltene Truhe freigeschaltet. Truhe mit Geisterbindung zeigen Standorte der Geisterbindung in Umgebung auf. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, wo die Geisterverbindungen sind. Da ist keine mehr. Aber eine müsste hier noch sein. Jo, die haben wir auch zerstört. Ich hoffe, dass die Truhe dann langsam aufgeht. So, dann haben wir die Verbindung auf jeden Fall auf. Sehr gut. Waffe haben wir auch bekommen, eine neue. Geh zum Wachturm. Okay, dann gehen wir mal zum Wachturm. Ah, muss man das Ganze... Ah. Ja, heftige Leute hier unterwegs. Einen hauen wir gleich so platt. Mal so. Oh. Ist er wieder aufgestanden? Ich dachte eigentlich, dass er weg ist. Jawohl. Ah. Der braucht aber eine Menge. Ja, stecke ich jetzt hier fest oder wie? Kann mich eben gar nicht bewegen. Okay, den haben wir erledigt. Der kriegt jetzt von mir auch auf die Mütze, sehr gut. Schauen wir mal, hier haben wir ja eigentlich alles eingesammelt, ja. Geht's zum Turm? Zeigt hier irgendwie lang. Sehr gut. Ja, das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Oha. I'm here for the rights of ascension. Raise your sword.
Wir sollten die Angriffe doch besser blocken, aber ich weiß ja, ob das was bringt hier. Oh, der hat ordentlich Dampf hier. Kiste. Dann machen wir die später auf, würde ich sagen. Ich würde ja am liebsten auch abhauen vor ihm. Ich glaube, das war jetzt nicht so förderlich. Ja, das ist schon ein geiler Move hier. Okay, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, dass wir hier nochmal Energie bekommen. Aber der hat schon Dampf, der Typ, aber er ist nicht unbesiegbar, würde ich sagen. Ja, komm, 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 komm. Den packen wir. Hier haben wir noch so ein paar Vasen, die könnten wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen aufladen. Auf jeden Fall ist er zu schaffen. Jetzt sogar... Ah! Bin sogar runtergefallen hier. Das finde ich ja mal episch. Das ist ja mal richtig genial. Ich hoffe, er kommt nicht mit. Noch mehr Energie? Alter, was war das für ein Zufall, dass er, dieser Typ uns da irgendwie runterschubst und wir so gut fallen. Im Grunde genommen hat er uns geholfen. So, Kiste ist ausgeräubert. Da waren wir ja schon dran. Habe ich hier noch was übersehen? Nee. Mir nicht so gefällt, der erholt sich natürlich auch mal ziemlich schnell. Da eine grüne Kugel eingesammelt, warum nutzt er die denn nicht? Das ist schon ein bisschen problematisch hier, muss ich sagen. Ja. Okay, jetzt müssen wir natürlich irgendwie entkommen. Ich würde sagen, wir laufen mal unten lang. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwas einsammeln können. Was ich komisch finde... Wir haben so einen grünen Punkt eingesammelt.
Also so ein grünen Feuerball. Und trotzdem zeigte mir nicht an, dass ich jetzt hier nochmal Energie aufladen kann. Das Gute ist aber, wir können immer wieder zurücklaufen. Ja, hier auch nochmal langlaufen. Die Energie ist aber ganz knapp hier. Hier gelandet. Ob das Vorteil ist. Vorteil wäre es nur. So, jetzt müssen wir es aber schaffen. Manchmal habe ich das Gefühl, er lädt sich ziemlich schnell auf. Machen wir aus dem Feuer raus hier. Er ist auf jeden Fall zu packen. Wo ist er denn hin? Ist er Bezwinge, Phalanxkrieger? Ist er jetzt abgehauen oder wie? Der ist jetzt nach hinten abgehauen oder wie? Das finde ich ja krass. Der hat die Arena gewechselt. Wie geil ist er denn, ey? Müssen wir doch kriegen, oder? Ja, sehr gut. Die haben wir platt gemacht. Jetzt, ach, der läuft echt vor uns weg, ne? Wir müssen dann quasi die anderen hier erledigen. Jetzt geht's hier weiter. Scheiße, jetzt hat er noch Verstärkung.
Ah, sehr gut. Der hat mir sogar noch Energie gegeben. Zweite Arena ist das quasi hier. Man da nicht wieder von vorne anfängt. Ich habe das Gefühl, umso mehr ich den schlage, umso mehr lädt er seine Energie auf irgendwie. Ist auch geil, einen Endgegner zu besiegen über mehrere Instanzen. Jetzt bin ich mal am Überlegen, ob ich hier nicht mal ein Schild am Kopf werfe und was das bringt. Kleinen Schaden gebracht. Ich habe eigentlich noch so eine Option, dass ich mit F irgendwas machen kann. Jetzt hau ich hier erstmal ab, um zu gucken, ob ich hier irgendwas looten kann. Ich glaube nicht. Oder farmen, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, da brennt der Baum hier, wenn der zuschlägt. Ich glaube aber, dass einiges ein bisschen zu schwer für ihn, habe ich das Gefühl. Weil bis der manchmal zuhaut, das dauert halt immer. Ich hoffe, wir haben ihn gleich. Ja, einmal durch ihn durch. Hier lang. So, jetzt müssen wir ihn haben, oder? Ja, nicht, der lädt sich wieder auf. Nee, hat er nicht gemacht. Da müssen wir hier noch mal ein bisschen rumlaufen. Aua. Ja, das war gar nicht so schlecht.
Ist mal gut, wenn unsere Energie sich auflädt. Ihn jetzt. Ja. Finish him. Oh. Aber knapp eben. Sehr geil. Wir haben ihn. Und zwar mit der eigenen Waffe geschlagen, ey. Das nenne ich ja mal Hammer. Hammermäßig. So, haben wir hier noch was? Ne, wir müssen jetzt erstmal gerade auslaufen. Das ist doch schon mal sehr gut hier. Handlungsmission abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Okay. Nutze Geistblick, um versteckte Objekte zu finden. Machen wir das doch mal. Hält auch nicht lange an, dieser Geistblick. So, da oben haben wir einen zum Beispiel. Das erinnert mich auch ein bisschen an Vampire, ja? Ah, der kommt ja nicht aus der Ecke raus, sehr gut. Ja, komm, komm, komm. Oh! Ach, er ist sogar noch umgefallen hier. Jo, den haben wir auch. Nur versteckte Orte finden. Gott sei Dank haben wir nicht viel zu melden. Hier ist ein versteckter Ort. Da oben. Die Frage ist nur, wie kommt man da hin? Sehr gut, haben wir uns den Stärksten aus der Gruppe gleich gegriffen. Verkrümelt hier.
Okay, der kriegt nochmal eine auf die Mütze hier. Sehr gut. Das war doch ganz nice. Stufe 5 sind wir aufgestiegen. So, die Frage ist, kommen wir von hier irgendwie dahin? Wir müssen ja versteckte Orte finden mit unserem Geistesblitz. Ja. Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Bis dahin.